Jo, Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zum 21. Spieltag der NPBL Season 2 von und wir müssen heute gegen den guten Max, aka Nikorashi, der das Team Demeteros Teetrink leitet, ja. Und heute, Freunde, wie ihr wisst, haben wir den Matchball. Heute müssen wir gewinnen, damit wir den Deckel zumachen können, damit wir uns fürs Finale der Playoffs qualifiziert haben und auch die Rückrunde der NPBL gewinnen, Freunde. Sollten wir aber verlieren, müssen wir nächste Woche gegen Seal gewinnen, ja. Und aber auch der gute Max, ja, unser Gegner heute hat heute den Matchball, ja. Denn auch er muss gucken, dass er heute gewinnt, sonst wird es für ihn sehr, sehr knapp, denn er steht im Moment auf dem 5. Platz. Dicht verfolgt vom guten LRJ, das heißt, wenn er heute gewinnt, ist er safe auf dem 5. Platz und kann nächste Woche den letzten Spieler dann in der Rückrunde locker angehen. Ja, so ähnlich wie bei uns, Freunde. Und deswegen galt es heute für beide siegen, ja. Wir mussten unbedingt siegen, Freunde, aber auch er muss unbedingt siegen. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zum Team, Freunde. Ich finde das Team-Matchup ziemlich ausgeglichen, ja. Also keiner hat so irgendwie krasse Vorteile auf seiner Seite, denn Pokémon wie Greninja, wie Buzzwole im Bizarrom, Zydomega Bizarrom oder auch sein Dingenskirchen, Freunde, sein Celesteela mit der Autotomie, wenn es auf plus 1 geht, ist ein Ultra-Threat gegen mein Team, ja. Also es zerstört halt mein Team komplett, wenn ich zum Setupen lassen komme oder wenn ich erst zum Setup lassen komme und er danach ein Pokémon noch besiegt, dann ist er kaum noch aufzuhalten. Deswegen muss ich definitiv vor diesem Pokémon aufpassen. Aber auch er, Freunde, hat zum Beispiel keinen einzigen Switch in Glurak X. Wird von Sandu sehr, sehr hart getroffen. Von Snibunna ist sehr, sehr gut gegen sein Team. Shaymin ist sehr, sehr gut gegen sein Team. Also wie gesagt, ich finde, dass das Matchup ziemlich ausgeglichen ist. Und dass, ja, wie gesagt, wenn keine Hexen im Kampf passieren, da wahrscheinlich der Kampf sehr, sehr knapp ausgehen wird. So, ich würde sagen, wir beginnen mit der Team-Preview. Ich habe heute nicht so viel Zeit, deswegen fasse ich mich heute etwas kürzer als sonst, Freunde. Wie immer findet ihr mein Team in der Videobeschreibung, falls ihr direkt zum Kampf skippen wollt. Und ich würde sagen, wir fangen an. Wir fangen mit Vesprit an, mit meinem Lieb-Vesprit, mit der Boleore-Bäre. Denn wir spielen heute drei Antibären, Freunde. Das wird richtig lustig. Aber dazu komme ich gleich. Denn die erste Antibäre spielen wir auf Vesprit, ja, die Boleore-Bäre gegen den Dark Pulse von Greninja. Erstens war mir klar, dass er mitnehmen wird. Zweitens war mir klar, dass er auf jeden Fall damit leaden wird. Ja, das ist der beste Lead gegen mich. Deswegen Vesprit mit Boleore-Bär, um First Turn entweder auf U-Turn zu gehen, Greninja ungefähr, also sein Quaaludon zu ungefähr 50% Schaden zu machen, dann auf den Pokémon rauszugehen, um Druck zu machen, oder First in die Tarnchen zu legen. Was ich davon gemacht habe, werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Und die zweite Aufgabe von, also Vesprit praktisch Tarnsteine und die zweite Aufgabe Healing Wish zu drücken, ja. Sich selber zu opfern und dann ein Pokémon, was sehr gefährlich gegen Max sein könnte, wieder hochzubekommen, falls ein Pokémon sowas wie Glurak, Sandris, Snibunna oder Shaymin schon hart angekratzt sind, ja. Dann bringen wir mit meinen Tertoxa-Freunde ein Standard-Set mit der Shookaberry, ja, um eine Antwort gegen Buzzwole zu haben, um eine Antwort gegen Nidoqueen zu haben, um eine Antwort gegen Celesteela zu haben, um dann safe bei den Mons halt mindestens noch einen Hit rauszuhauen. Hier spielen wir das typische Set mit Siedewasser, Abschlag, Rapidsin und Acid Spray, ja, keine Mudshrumble, sondern die Attacke, die Giftattacke, die Spezialverteidigung des Gegners um minus 2 senkt. Dann Sandus, Freunde, hier mit dem Set Elektrostein, mit Donnerblitz, Psychogese, Strauchler und Delegato. Delegato für die, für das Bizarrom, Freunde. Ich habe sehr, sehr Angst vor Bizarrom-Team gehabt, deswegen schieben wir den Delegato, um halt so ein bisschen den Bizarrom auszustoren mit Sandus, weil wir immer noch die Priorität haben, ja, den Strolch. Und, ja, den Strauchler, weil ich hier sehr, sehr stark Mega Sumpex mitgerechnet habe, Freunde. Wir sehen, Mega Sumpex würde es die Bunde aufhalten, ein offensives Glurak aufhalten, solange ich nur physisches spiele, und auch ein Cheros aufhalten, was ich heute nicht dabei habe. Deswegen habe ich hier sehr, sehr, sehr stark mit Mega Swampert, defensives Mega Swampert gerechnet, ja. Dann mein Glurak, Freunde. Glurak hat mir hier viel HP drauf mit einem Adamant-Wesen. Ja, wir konnten hier auf Buzzwole Speed Creep mit Sandus, mit Glurak, mit Tentoxin, mit Shaymin, mit Snibunna, weil zwischen Buzzwole und Greninja hat er nichts, ja. Das heißt, Greninja ist schnellste, Buzzwole das zweitschnellste Pokémon, und da können wir halt gut Speed Creepen. Er hat eine größte Speed Creep, und ja, deswegen konnten wir dann ein bisschen HP auf jeden Fall spielen, ein bisschen mehr HP spielen als sonst. Und hier spielen wir drauf von den Mixed Glurak, ja, mit Sonnentag, Solarstrahl halt wegen seinem Mega Swampert, Drachenklaue für Shadrago und Flammblitz um jedes Pokémon, One bis Two Hitten, Freunde. Ich habe absolut keinen Flammblitz-Switch, ja. Quaiyutsu bekommt 60-70% Schaden, Buzzwole stirbt, Nidoqueen stirbt, Zytomega stirbt, Florges stirbt, wenn er nicht physisch defensiv ist, und Celesteela stirbt sowieso. Also Freunde, er hat absolut keinen Glurak-Switch. Wenn ich Glurak richtig benutze, macht das unnormal Work, tötet mindestens zwei Pokémon, bevor es sich dann selber rausnimmt. Aber dafür habe ich natürlich noch Vesprit, Freunde, um das zu verhindern, ob Glurak nochmal fit zu machen, ja.
Dann Shaman, Freunde. Auch Shaman sehr, sehr gut in diesem Match hier. Beziehungsweise kann sehr, sehr gut in diesem Match werden. Mit Air Slash, Schocksamen, Leech, Seeds und der Hidden Power Fire, Freunde. Denn im Sonntag, in der Sonne macht die Hidden Power Fire mehr, ja, für seinen Celesteela. Sonst kann ich halt gegen Celesteela nur Leech Seeds drücken und das ist halt ein freier Setupper dann für ihn. Und deswegen spielen wir die Hidden Power Fire, um halt Celesteela auch ein bisschen Damage zu drücken. Und zu guter Letzt, Freunde, Life Orb Snibunna mit Icicle Crash, Aeroass für sein Buzzwole, Durchbruch für sein Greninja und Abschlag für sein Zytomega. Ja, und wenn sein Floris nicht physisch defensiv ist, kann ich es nach Tarnschein auch mit Icicle Crash two-hitten, ja. Und der gute Max bringt mit sein Quaiyut zu seinem Buzzwole, sein Nidoking, sein Zytomega, sein Floris und sein Celesteela. Ich würde sagen, wir springen in den Kampf, Freunde, genug gelabert. Es ist einiges passiert, Freunde, ja, es ist einiges in diesem Kampf passiert. Ob es zum Vorteil oder zum Nachteil für mich war, werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Und er lädt hier mit Greninja, das habe ich so schon erwartet, aber ich habe kein besseres Lied als Vesprit gehabt. Ja, vor allen Dingen wegen Vesprit, weil es die Bolero-Bäre hat, also die Anti-Unlicht-Bäre. Deswegen kann ich hier erst entweder Tarnsteine drücken oder auf U-Turn gehen. Und ich habe mich dazu entschieden, weil ich den Healing Wish für später noch aufbewahren wollte, hier erstmal auf die U-Turn zu gehen. Und wir sehen, Freunde, wir sind fast speziell defensiv mit Vesprit, ja, also fast komplett speziell defensiv. Dafür hat der Dark Pulse plus der Antibäre zu viel gemacht. Und das hat mir gesagt, okay, das Ding wird wahrscheinlich Specs sein. Deswegen gehe ich in Glurak. Ich weiß, dass er kann mich nicht two-hitten und kann er erstmal frei auf den Flammenblitz gehen. Ich habe so eine kleine Hoffnung gehabt, dass er rauswechselt, ja. Aber er macht es nicht schlecht und opfert hier sein Quaiyut. So einerseits gut für mich, weil Quaiyut zu sehr gefährlich gegen mein Team ist, ja, weil es praktisch alles sehr effektiv trifft, außer mein Glurak selber. Und wir sehen, Dark Pulse kommt, der macht gute 50%, Freunde, ja. Wir können auf den Flammenblitz gehen, das killt definitiv Greninja, Freunde. Das heißt, im Moment steht 6 für 5 für uns und es sieht am Anfang jetzt richtig, richtig gut aus. Der erste Threat gegen mich ist weg, Freunde. Dafür ist mein Rio angekratzt und mein Vesprit angekratzt, aber keine Sorge, wir haben immer noch den Yeeling Wish. So, er entschätzt sich jetzt für sein D-Woman, Freunde, in sein Nidoqueen. Und hier war ich mir nicht sicher. Ist er vielleicht Scarf? Drückt er Erdkräfte, dann war's mit Glurak. Ich brauche Glurak aber noch. Geh deswegen in Vesprit, Freunde, weil ich mir dachte, er kann nichts gegen Vesprit, Mann. Er wird mich nicht two-hitten und er legt hier selber die Tarnschiene. Das heißt, ich kann jetzt selber in dieser Runde auf Tarnschiene drücken, auch wenn er ins Celesteela geht. Kein Problem. Auch wenn er wirklich in Kagurun geht, ist das kein Problem. Denn wir drücken Tarnschiene, Freunde, Kagurun kommt sogar und können jetzt in der nächsten Runde auf den Healing Wish gehen, ja. Und ich weiß, dass eine Steinkante von einem offensiven Celesteela nicht gegen Glurak nach Tarnschiene reicht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Wir spielen hier sehr, sehr viel HP-Investment. Das heißt, wenn er gleich wirklich die Steinkante spürt, mit dem Adamant-Wesen voll Attack, wird die Steinkante Glurak nicht killen. Und wir sehen, Healing Wish kommt, Freunde. Nimmt natürlich Vesprit raus. Ich kann jetzt in mein Glurak gehen und wir sehen, er geht hier wirklich auf Autotomie. Damit habe ich auch schon gerechnet. Ist eine einzige Chance, die denn, ja, Glurak macht sonst, keine Ahnung, Hackfleisch aus seinem Team halt praktisch. Ja, Glurak ist halt, mit Glurak ist in dem Team hier nicht zu spaßen, Freunde. Er hat halt, wie gesagt, keinen Switch in Glurak. Und Glurak macht, wie gesagt, Hackfleisch aus seinem Team. So, wir bekommen ihn hier nämlich zurück, kriegen zwar Tarnsteinschaden, aber wie gesagt, Steinkante macht ungefähr maximal 73% Max-Damage, Freunde. Er hat die Steinkante, trifft sie leider. Jetzt nur bitte kein Crit. Oh, und er quittet. Freunde, und er quittet. Und jetzt haben wir eigentlich schon so gut wie verloren, Freunde. Dieser Quit hat fast das komplette Match entschieden. Wir haben noch eine einzige Chance, Freunde. Wir haben die Schuckeberry auf den Tox. Das heißt, wir tanken ein plus 1 Erdbeben. Und das Siedewasser. Wir müssen jetzt mit Siedewasser burnen, um ins Match zurückzukommen, ja? Das ist unsere einzige Chance. Sonst sweept uns Celesteela und er gewinnt 5:0. Wir sehen, er hat das Erdbeben drauf. Macht uns aber so viel, dass wir es noch tanken dank der Schuckeberry. Und jetzt müssen wir burnen, Freunde. Die Steinkarte 12,5%ige Chance hat zu critten. Er hat den Crit bekommen. Siedewasser, burn, burn, burn! Ja. Und das Glück verlässt uns hier, Freunde. Und wir, ich kann spoilern, es ist nicht zu viel verraten, Freunde. Wir verlieren hier 5:0 gegen Nekorashi. Pontos war ja unsere letzte Chance, mit Siedewasser eine Burn zu bekommen. Denn dann würde die Steinkante auf minus 2 oder auf neutral, glaube ich, wäre er auf plus 2 durch das Burn wieder auf neutral, würde die auf keinen Fall gegen Raiden reichen, ja. Und, ja, Freunde, er muss hier, an der Stelle gar nicht mehr die Steinkante riskieren, denn er hat den Z-Eisenschädel. Ja, auch der Z-Eisenschädel hätte, wenn er geburnt wäre, nicht gegen Raiden gereicht, ja.
was soll ich sagen, Freunde? Ihr seht schon, ich bin gar nicht mehr so mad. Wir haben vor 2 Tagen gekämpft, da war ich ultra mad. Deswegen nehme ich auch jetzt 2 Tage später erst den Kampf auf, Freunde, weil ich mich so ein bisschen abgeregt habe. Aber ich muss sagen, ich darf mich nicht an Hex beschweren. Ich darf mich nicht wegen Hex beschweren, Freunde. Wir haben sie sehr, sehr stark gegen Luca bekommen, haben durch Hex gegen Luca gewonnen, gegen LRJ. Deswegen darf ich mich ja eigentlich nicht beschweren, Freunde. Allerdings finde ich, dass das Ergebnis viel zu hoch sein wird. Ja, jetzt sind es noch 2 Runden, Freunde. Er wird Shaymin mit dem Eisenschädel rausnehmen. Er ist auf plus 3. Das reicht. Und Snibunda wird halt auch rausnehmen, Eisenschädel, Freunde. Ja, er sweept uns hier mit Yamato. Ich habe mich aber gut vorbereitet, Freunde. Es wäre kein Problem gewesen. Steinkante hätte nicht, wenn die nicht gequittet, hätten wir knapp überlebt, Freunde. Definitiv hätten wir da überlebt. Es wäre keine Roll gewesen, ja. Und hätten damit Glurak sein Celesteela, sein zweitgefährlichstes Pokémon gegen mich rausgenommen, ja. Und dann wäre es 4 zu 4 am Ende gestanden. Und ich kann euch gleich sagen, wie der Kampf dann ausgegangen wäre, ja. Ich habe mich mit Nico intensiv nach dem Gespräch unterhalten, beziehungsweise haben wir miteinander geschrieben. Und ja, erstmal, wir verlieren 5-0, Freunde. Das heißt natürlich, dass wir jetzt nächsten Spieltag gewinnen müssen. Wir müssen gewinnen. Ein kleiner Spoiler, Freunde. Ihr konntet es schon denken, ich konnte es mir auch schon denken. Mika hat gegen Dave gewonnen. Ja, es war irgendwie auch schon klar, ja. Und deswegen müssen wir gegen Seal nächste Woche gewinnen, Freunde. Falls wir verlieren, werden wir höchstwahrscheinlich auf den 2. Platz kommen. Falls wir gewinnen, sind wir safe auf dem 1. Platz. Und ja, Freunde, wie wäre der Kampfausgang? Snibunna mit dem Aeroass und dem Eisige Crash und dem Abschlag hätte halt jedes Pokémon One bis getushottet, ja. Und Tentoxa wäre zum Beispiel jedes Mal safe in Florges reingekommen. Er hätte einen Angriff von Nidoqueen getankt, hätte einen Angriff von Buzzwole getankt und hätte sogar eine Psychogenese von Cytomega getankt, ja. Und Tentoxa wäre zum Beispiel jedes Mal safe in Florges gegangen. Und der Kampf wäre definitiv sehr, sehr knapp für mich ausgegangen. Ja, Freunde, wir haben, wie gesagt, Snibunna. Er hat sogar das Aeroass auf Snibunna vergessen gegen sein Buzzwole. Ja, daran hat er nicht gedacht, hat er mir gesagt. Und das Aeroass hätte auch ein physisch-defensives Buzzwole getushottet nach Tarnstetten. Aber 5 zu 0, Freunde. Wie gesagt, ich darf mich nicht gegen die Hex beschweren. Wir haben sie abbekommen. Wir haben sie selber damals bekommen gegen LRJ. Auch gegen Downy haben wir glücklich gewonnen, Freunde. Auch gegen LRJ ist halt 2-mal glücklich gewonnen. Und jetzt einmal sehr, sehr unverdient verloren, Freunde, ja. Und deswegen, ich darf mich nicht beschweren. Allerdings darf ich mich wegen dem Ergebnis beschweren, Freunde, weil das ist absolut viel zu hoch. Es ist wirklich viel zu hoch. Und da wir jetzt wirklich 5-0 verloren haben, müssen wir wirklich, egal wie hoch, ob es 1-0 gegen Ziel ist, ob 2-0 gegen Ziel, ob 3-0 gegen Ziel, es ist egal. Wir müssen nächste Woche gegen Ziel gewinnen und dann können wir den Deckel zumachen, Freunde. Und dann haben wir uns direkt fürs Finale der Playoffs qualifiziert. Holy shit, das wird nochmal ein sehr, sehr, sehr enges Match, Freunde. Ich habe mir überlegt, komm, wenn ich den Kampf gewinne, gehe ich sehr, sehr locker nächste Woche an das Match ran. Egal, ob ich verliere, dann hätte ich wahrscheinlich auch den Kampf live aufgenommen. Aber so, Freunde, werde ich wahrscheinlich nachkommentieren und mich ultra, ultra konzentrieren. Aber wie gesagt, GG auch an den guten Max. Er kann nichts dafür, Freunde, dass die Steinkante gekötet hat. Das war sein bester Move hier an der Stelle, ja. Steinkante hat hier eine erhöhte Crit-Chance, eine 12,5%ige Crit-Chance, aber 12,5, Freunde. Das ist ein Achtel, also bitte. Die erste Steinkante kötet sofort, ein Achtel bekommt er. Gut, aber er kann nichts dafür, Freunde, ja, er kann absolut nichts dafür. Das ist halt Pokémon, das ist das Spiel. Deswegen würde ich auch sagen, bin ich jetzt raus, Freunde. Ist diesmal scheiße gelaufen, ja, wir haben absolut die Hex abbekommen. Aber nächste Woche können wir den Deckel zumachen. Nächste Woche unterstützt mein Team. Würde ich mich sehr, sehr freuen, Freunde, finales Match gegen Seed. Und dann haben wir uns hoffentlich fürs Finale der Playoffs qualifiziert, aber ja, die NPBL ist wohl der 1. Platz. Der Kampf um den 1. Platz ist wohl noch sehr, sehr, sehr spannend, Freunde, ja. Ich bin ab draus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, bis dann und ciao.